Einen sonnigen guten Morgen aus Bad Reichenhall vom Energieseminar von Sophie Hellinger. Ich bin selber gerade noch ganz berührt und ergriffen, weil ich auch bei einer Übung mitmachen durfte. Neben mir steht jemand, der schon ganz lange mit Sophie bei den Energieseminaren arbeitet. Und ich fände es schön, wenn du dich einfach selber vorstellst mit deinem strahlenden Lächeln und auch erzählt, was du machst. Ja. Also, ich bin Edith Bieler-Sonnenholzner, bin Münchnerin, lebe in Kitzbühel, habe seit 1999 dort eine Praxis zum körperlichen und energetischen Ausgleich. Und in einer meiner dunkelsten Stundenzeiten meines Lebens, unseres Lebens, unserer Familie, fand die Begegnung mit Sophie Hellinger statt. Und ich glaube, 1997 war es die Begegnung mit dieser wundervollen Energie eben über Sophie. Ja, es war für unsere Familie lebensrettend, lebensverändernd. Wir sind in ein neues Bewusstsein gekommen. Es hat uns getragen, jetzt muss ich sagen, in ein glückliches Leben. Diese wundervolle Arbeit ist die Basis meiner gesamten Arbeit, auch vom Familienstellen. Über Sophie bin ich dann zu Bert Hellinger gekommen, um diese wundervolle Arbeit lernen zu dürfen. Und ich trage sie in die Welt. Und ich bin glücklich, sie in die Welt tragen zu dürfen. Ich darf ja auch dabei sein bei den Familienstellen, Seminaren und bei der Energiearbeit. Für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist die Wahrnehmungsschulung. Ja. Kannst du dazu noch was sagen? Ja. Ohne diese Wahrnehmung, die über die Praktizierung dieser Methode stattfindet, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass überhaupt Familienstellen möglich ist. Ja. Über diese Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Vielleicht ist es eine Art Fähigkeit, die man bekommt, vielleicht entwickelt, ausbaut. Ja, ausbaut. Und mit jedem Atemzug baut sich diese Feinfühligkeit weiter aus, sodass man bereits, wenn jemand auf einem zukommt, bei dieser Arbeit des Familienstellens schon die Wahrnehmung hat, was dahinter steht. Und somit ist es überhaupt erst möglich, wirklich in diese Arbeit zu gehen, zumindest für mich. Ich danke dir ganz herzlich für das Mitteilen und das Teilen von unseren Erlebnissen hier. Danke, schönen Tag.